Willkommen beim kleinen Klemmbaustein-Studio, ich bin der Mike. Ja, heute Eisenbahn. Eisenbahn ist immer schön, Lego macht es leider nicht so schön, dafür gibt es aber alternative Hersteller oder man macht so wie ich. Ich habe hier einen vierachsigen gedeckten Güterwagen, das sind 148 Teile, vorne ein paar Replikable, unten verlinkt so Längeüberpüffer in der Eisenbahnsprache Längeüberpüffer auf 26,5. Mit Schienenoberkante kommen wir auf etwas knapp an die 10 cm. Und in der Breite kommen wir auf etwa 5 cm. Wie schon gesagt, 148 Teile. Die Türen sind, kann man aufschieben auf beiden Seiten. Kann man sozusagen durchgucken. So, schaut da, ihr seht da meine Nase. So, Kontrollmonitor, jawohl. Innen drin, nicht mit Fliesen ausgelegt. Das heißt, man kann auch was fest reinbauen, bleibt jedem selbst überlassen. Ist relativ einfach gehalten. Bin trotzdem gelungen. Vielleicht werde ich auch mal das Dach mal umändern. Ich weiß es aber noch nicht. Die Stirnfronten, leichte Verstrebung, wie ihr seht. So, also von der Seite so. Ist sehr einfach gehalten, wie gesagt, der Wagen. Die Drehgestelle sind in diesem Fall mit kleinen Drehscheiben ausgestattet. Die ist hier. Ihr wisst, ich habe auch diese anderen 6x4 Fliesen mit drin. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Wenn ihr es wisst, könnt das ja in die Kommentare reinschreiben. Die Räder laufen nicht ganz so gut, sind gebraucht. Das heißt, hier werde ich nacharbeiten müssen. Ansonsten Kugellager und das Ding rollt wie die Pest, sag ich mal. Er rollt auch so ganz gut. Wenn wir mal gucken. Den Original Lego. Ah, er rollt schon ganz gut. Hat mal welche von Rubik's gehabt und die laufen gar nicht gut, die muss man umbauen. Die Halter, die Achsen und die Räder von Lego, dann läuft das Ganze wieder. Ja, hoffe, hat euch gefallen das Video und dann bis zum nächsten. Bis dann.